Unsere neue Sonderausstellung heißt Die Unsichtbaren sichtbar. Der Titel war uns wichtig, weil es uns darum ging, jüdische Schicksale, die lange Zeit in Vergessenheit geraten sind, wieder ans Licht zu bringen im Rahmen von diesem Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ein Beispiel hierfür ist der Julius Einhorn. Der ist in Buttenwiesen geboren bei Dillingen. Das hat er eine große jüdische Landgemeinde. 1866 war er geboren und er ist dann mit 20 Jahren nach München gezogen, hat 1894 in Aubing eine landwirtschaftliche chemische Fabrik aufgebaut und später diese Red Bull-Fabrik mit aufgebaut in Puchheim eben. Hier ist eine alte Aufnahme von der Synagoge in Buttenwiesen, also von seinem Herkunftsort. Und also das war schon eine bedeutende Unternehmung hier im Landkreis. Auf dem Bild hier kann man sehen, dass auch Ludwig, der König Ludwig III. Rauskam, um die Hausmull-Fabrik zu besichtigen. Also das waren Tätigkeiten oder Investitionen, die durchaus geschätzt worden sind. In Gröbenzell lebten zahlreiche jüdische Mitbewohnerinnen. Hier haben wir den Koffer von Simon Erlanger, der sich teilweise eben einfinden musste, nachdem der Münchner Gauleiter Adolf Wagner ein Auge auf sein Grundstück geworfen hatte. Er wollte gerne die Familie enteignen, aber dadurch, dass es eine gemischte Ehe war, konnte er überleben. Weniger Glück hatte Kurt Schröter, auch er lebte in Gröbenzell. Seine Frau sie war Protestantin, seine Frau hat die Scheidung eingereicht, weil sie gedacht hat, ihr Mann ist dann sicher, wenn er in die Niederlande emigriert. Und dann könnte sie durch die Scheidung den Besitz in Gröbenzell retten. Dass die Nationalsozialisten auch die Niederlande besetzen würden und damit sein Schutz wegfiel, damit hatten sie nicht gerechnet. Und Kurt Schröter ist dann auch im KZ ums Leben gekommen. Also eine etwas bizarre Ehe führte Anneliese von Branca mit ihrem Mann. Anneliese kam als geborene Flörsheim auf die Welt. Sie lernte im Studium eben ihren späteren Ehemann Gerhard Freiherr von Branca kennen, einen glühenden Nationalsozialisten. Der hat mit seinem Buch Der Staatsgedanke des Dritten Reichs eigentlich so ein Extrakt von Mein Kampf nochmal verfasst. Diese Mischehe hat Anneliese von Branca das Leben gerettet. Es war auch so, dass er angefeindet wurde. Die beiden hatten ein Haus in Gröbenzell und die Mieterin hat die von Brancas angezeigt bei der Gauleitung, woraufhin dann die Anneliese Zwangsarbeit leisten musste. Und als sie sich da mal mit, als sie sich melden musste, mit Baronin von Branca gemeldet hatte, das wollten die Nationalsozialisten natürlich nicht hören, so einen Titel bei einer jüdischen Frau, wurde sie strafversetzt. Jetzt sind sie hier bei der Anna Beer. Sie war Jüdin und verheiratet eben mit einem Protestanten. Er stand zu seiner Frau und hat sich nicht scheiden lassen von ihr. Die Folge war, dass er beruflich drangsaliert wurde. Er war eigentlich Schreinermeister und musste dann niedrige Arbeiten ausführen. Er war auch lang in Gröbenzell zweiter Vorstand im Gartenbauverein. Da sieht man mit dem ersten Vorstand sitzen. Und er hat in Gröbenzell die sogenannten Gröbenzeller Bockmärkte initiiert und war da sehr aktiv, aber all das musste er dann abgeben nach dem Nürnberger Rassegesetz, nachdem er sich nicht scheiden hat lassen.
Es gab ja viele jüdische Kriegsteilnehmer aus dem Ersten Weltkrieg, die stolz waren auf diese Ehrenkreuze, die sie bekommen haben und die sich dadurch ja auch so sicher gefühlt hatten. Mhm. So, ich habe doch was getan für mein Vaterland, und sie haben sich ja als Deutsche gefühlt. Und trotzdem hat auch das sie dann nicht vor der Diskriminierung und vor der Deportation geschützt. Die Adelheid Amanyi, die stammt aus einer fränkischen jüdischen Landgemeinde. Aus ihrer Familie wurden mindestens 5 Familienmitglieder Opfer der Shoah. Einer ihrer Brüder, der sie dann auch bekannt gemacht hat mit ihrem späteren Ehemann, der ist dann nach Australien ausgewandert. Und ja, die beiden haben sich eben kennengelernt über ihren Bruder. Emil Amanyi hatte einen großen Betrieb in München und hat dann in Olching Gelände erworben und eine Heupresse aufgebaut. Und er hat die großen Münchner Brauereien oder überhaupt im ganzen Bundesgebiet mit Heu beliefert und mit Getreide zum Bierbrauen dann auch. Es gibt ein Schreiben an die Bürgermeister der Gemeinden durch den Landrat, wo der Landrat Sepp alle auffordert, alle Bürgermeister, die jüdischen Mitbewohner zu melden. Und aus dem Schreiben geht schon hervor, dass ihm bewusst war, welche Konsequenzen das für die entsprechenden Personen hatten, weil er darum bittet, dass gründlich gearbeitet wird. Aber wen Sie hier sehen, das ist die Gertrude Gift, das ist die Mutter von der Therese Giese. Ja, ihr Mann hat einen Laden für Posamentenhandel gehabt. Der kam auch über so eine jüdische Landgemeinde nach München. Also wie gesagt, es kam viel Zuzug nach München von diesen fränkischen und von diesen schwäbischen Landgemeinden. Gertrude Gift hat die letzten Lebensmonate in Fürstenfeldbruck verbracht, vermutlich deswegen, weil die Therese Giese 33 überstürzt fliehen musste von der Generalprobe in der Pfeffermühle. Ja, und hier jetzt dann sehr ausführlich der Berthold Lehmann. Hier sieht man mit seiner Frau die Lilli Spahn, das war eben eine Fürstenfeldbruckerin. Die haben sich in München kennengelernt, vielleicht, weil sie beide gerne Musik gemacht haben, das wissen wir nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall ist er zu ihr nach Fürstenfeldbruck gezogen und wie ich schon gesagt hatte, nach der Reichspogromnacht wurde er verhaftet und man hat ihn dann dazu gezwungen, wegzuziehen von Fürstenfeldbruck. Aber das berührt mich immer noch so besonders, weil das für ihn so verhängnisvoll war, weil er ja eben dann verhaftet worden ist. Mit dem Vorwand, er hat natürlich im Zug, als er heimlich zu seiner Frau gefahren ist, den Judenstern nicht getragen und deswegen wurde er verhaftet und sollte dann eben nach Stadelheim kommen. Der Hans Schuler, der hat sich dafür eingesetzt, dass er eben nicht zur Strafe antreten muss, hat argumentiert, er wäre sein bester Mann. Das war ihm und der Lilli dann auch klar, dass er das nicht überleben würde, wenn er nach Stadelheim käme. Und dann hat sie ihm eben einen Unterschlupf besorgt. Johanna Oppenheimer kam in Frankfurt zur Welt 1872. Es gibt viele jüdische Familien Oppenheimer. Diese Familie ist dann nach Würzburg gezogen. Johanna hatte noch 2 Schwestern. Die sind beide bemerkenswert. Die eine, die Cäzilie, hier mit ihrer Tochter. Ungewöhnlich für eine Frau damals, hat sich scheiden lassen, hat die Kinder beim Mann zurückgelassen. Das war ein angesehener Arzt. Und sie ist nach England gegangen. Ihre andere Schwester war eine der ersten Frauen, die in Würzburg Medizin studiert haben. Die Clara Oppenheimer, nach der ist in Würzburg auch eine Schule benannt, die war erst Lehrerin, das war so der gängige Weg, erstmal diese Lehrerinnenausbildung und nachdem die Universität dann für Frauen freigegeben worden ist, hat sie eben sich zur Kinderärztin ausbilden lassen und hatte dann auch die erste Kinderarztpraxis als Frau in Würzburg. Hat sie auch nicht bewahrt vor der Shoah. Sie sind beide deportiert worden dann und die Johanna ist 1942 am 23. Dezember, also man kann sagen an Weihnachten,
1942 ums Leben gekommen. An einer Infektion ist sie gestorben, also im KZ in Theresienstadt. Das war diese Villa, die sie sich bauen haben lassen, die Hoffmann-Villa um 1928 in Schöngeising, die steht leider nicht mehr. Gretel Bauer, ihre Eltern, also nach jüdischen Vorstellungen ist Gretel Bauer keine Jüdin, weil bei Gretel Bauer war der Vater der Jude und die Mutter war Protestantin. Und nach jüdischen Verständnis von Judentum geht es über die Muttererblinie. Das heißt, wenn die Mutter keine Jüdin ist, dann ist auch das Kind kein Jude. Aber mit den Definitionen von den Rassegesetzen der Nationalsozialisten, da war das egal. Der Vater ist Jude, also hat sie jüdisches Blut und darum ist sie Jüdin. Das heißt, sie galt als Halbjüdin. Ihre Eltern hatten schon 1917 in Esting ein Kinderheim eröffnet. Sie waren Anthroposophen. Hier ist eine frühe Aufnahme von diesem Kinderheim. 1911 war das schon. Und die Kinder konnten da sehr frei aufwachsen. Und Gretel Bauer, die Tochter, hat dann auch eine Kindergärtnerin an Ausbildung gemacht. Und nachdem ihre Mutter gestorben war, das zunächst mit dem Vater geführt und nachdem der tot war, hat sie es ganz übernommen. Und ihr war, auch ihren Eltern schon, waren Weltoffenheit und Toleranz sehr wichtig und von daher hätten die nie nur jüdische Kinder aufnehmen wollen, aber ab dem Erlass der Rassegesetze durfte sie nur noch jüdische Kinder aufnehmen. Hier eine Aufnahme von einer jüdischen Schulklasse, die dann eben da war. Nach der Reichspogromnacht hat sie ihr Heim dann geschlossen, endgültig, weil sie, die Wände wurden beschmiert, es wurden Scheiben eingeworfen. Also die Nazis hätten gerne dieses Anwesen gehabt, um für die Hitlerjugend oder für ihre Jugendarbeit dieses Gelände nutzen zu können. Sie hat es dann aber ihrem arischen Sohn, Schwiegersohn übertragen und damit war das gerettet. Und Bildung war ja immer wichtig und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie dann eben eine Gruppe gegründet, zusammen mit ihrem Sohn, die hieß der Kreis geistig interessierter Menschen. Und die haben dann eben Sprachkurse gemacht, Philosophiekurse und daraus ist dann die Volkshochschule Fürstenfeldbruck hervorgegangen. Ganz kurz zu den Nürnberger Rassegesetzen. Und dann zum Strafgefangenenlager in Puchheim, auf dem es verschiedene Kirchen gab und angeblich auch eine Synagoge, aber letztendlich kann man das nicht wirklich nachweisen. Was wir aber definitiv wissen, das ist eben von diesem Displaced Hospital in St. Ottilien. Und man weiß inzwischen, dass über 400 Babys in St. Ottilien zur Welt kamen und eins von diesen Ottilien-Babys lebt noch in München, der Herr Stoppnitzer, der war auch neulich bei uns, wir haben einen Film gedreht über die Ausstellung und da denkt man, na, vielleicht bin ich in dem Bett hier zur Welt gekommen. Und eins dieser jungen Menschen, die in St. Ottilien aufgepäppelt worden sind, das ist die Manja Knobloch, das ist die Schwägerin von der Charlotte Knobloch. Die war in diesem Zug, als diese Hungermärsche dann waren am Schluss, diese Todesmärsche, war sie in einem der Züge in Schwabhausen, der da aus Versehen von den Alliierten bombardiert ist. Und sie kam dann eben auch in das Displaced Hospital in St. Ottilien. Sie war damals 13 Jahre alt und wog noch 16 Kilo. Wurde dann 1,5 Jahre gesund gepflegt von den Schwestern und sie wird heuer 90 und war dann lange in Italien, mit ihrem Mann dann auch in den USA und lebt heute in Israel. Es gab übrigens in St. Ottilien auch ein DP-Orchester, die dann rumgetourt sind und Aufführungen gemacht sind, erst schon in St. Ottilien. Und ein paar von denen haben dann auch im Hotel Post im Fürstenfeldbruck zum Beispiel gewohnt. Man hat ja alles verwertet nach dem Krieg, was man noch so hatte. Und das ist eine Kinderjacke, die man aus einem, auf so einen Häftlingsgewand aus dem KZ umgearbeitet hatte. Also das ist jetzt keine KZ-Jacke.
Jacke mehr, sondern der Stoff ist von dort, aber ja. Man hat dann die Sachen nicht entsorgt, sondern weiterverwendet.